Was sagt ihr für was? Ja, vielleicht. Das ist der Ray. Ja, das ist der Ray. Agent Ray. Agent Ray, ich bin halt der Cowboy. Der Cowboy? Cowboy, so mit den Uhrhaxen, ne? Ja, super, gell? Okay. Warte. Die Uhrhaxen, gell? Alter, du wisst ja, heute schießen wir mit dem Nieder. Geschwister. Also, in dem Fall, ich mache jetzt mal weiter. Also, servus. Was heißt eine Bombe? Das ist ein Haustier. Ja, oh, süße Bombe. Er hat seine Kamera. Hip-Hop und Hamster versteckt. Ich möchte jetzt sozusagen, das ist jetzt grauer das Offizielle. Kopf. Was? Grauer Kopf, rotes Band, das ist jetzt ein Sprüder. Ja. Stillhalten. Ja. Unser. Ja, das ist nicht. The person in charge? Yeah, I'm always. Cesare! Hey. When the Italians do things, I don't know if it... They're all like this. Nothing is straight. Good. Dominik, ein weiterer Teilnehmer, ja, dieser illustren Karikaturrunde. Wie war es denn so für dich? Danke. Erzähl mal. Spannend. Echt? Deprimierend. Inspirierend. Deprimierend, inspirierend. Okay. Naja, also gemischte Gefühle kann man sagen. Gemischte Gefühle. Okay. So Mädels, ihr seid im Fernsehen. Grüß dich. Ja, also, wie war es denn so für euch? Ja, nett. Was? Nett? Ja. Nett ist der kleine cool. Bruder von Scheiße, das weißt du. Die kleine Schwester. Also die kleine Schwester, echt? Nein, die Annette. Oder Ichtlässig. Wie? Ichtlässig. Jetzt habe ich nicht verstanden, sag nochmal. Ichtlässig. Wahrlässig. Ichtlässig, wahrlässig. Ja, du das bitte nicht aufnehmen, oder? Ja klar, weitergehen. Ja, eh. Ja. Hier, die wichtigste Person im Land. Ich habe nur zwei. Ah, und da haben wir natürlich den Bernd Ertl, ne? Die allerwichtigste Person, sozusagen Gründervater, Mutter der Kompanie, ja, ja, steirischer Weinvernichter. Aber ansonsten kann er ziemlich gut zeichnen. Zeige mal die Bilder. Bernd Ertl. Ich weiß nicht, wie lange der Film wird, sozusagen. Und hier natürlich. Also für das leibliche Wohl ist natürlich auch so die Sache, das ist Emanuel, also du kommst jetzt ins Fernsehen in dem Fall. Ja, super. Und ja, also ohne ihn wären wir einfach verhungert, oder? Wie hat es dir denn so gefallen? Bestens. Bestens. Allerbeste Catering überhaupt. Beste Trinkgeld in Form von Karikaturen. Oh. Super. Wie oft bist du gezeichnet worden? 40 Mal. Leckfett. 40 Mal sich selber sehen, das ist schon hart, oder? So, now we switch. We switch to English, because this is our Greek friend, Dimitri. So. How's your impression of the year, Katür? You're the rookie. Rookie of the year. First year in Vienna. No. It's my first year in Eurocature. It's not my first time in Vienna. Oh, okay. So, how did you like the Eurocature? Well, I think I didn't have enough of it. I mean, this could be, to me, this could be a permanent thing. You know, like school. Okay, cool. Thanks. So, how was the Eurocature for you? How did you like it? Oh, of course. It's always a pleasure to come to Vienna. Yes. And to see everyone coming from all Europe and far away from Europe. It's so good for me. Yeah. And thank you for your invitation and for all what you have done to prepare the convention. It's very, very kind of you. It's great that you have been here. Thanks. Thanks, Agnes. Jetzt bin ich im Bildschirm, also besser gesagt im Film. Und jetzt zeige ich nochmal die Räume. Und auf jeden Fall ist es vor der nächsten. Ah, oh, Ralf, du musst jetzt auch. Ah, nein, ich habe ja schon gehabt. Auf jeden Fall ist es jetzt vor dem nächsten Vortrag, in dem Fall den letzten. Und heute Abend wird dann, also Nachmittag wird das Voting sein. Und dann ist am Abend die Vernissage. Also. One of the big stars. Jan op de Beck. Good morning. Yeah, it's social media everywhere. Yeah. How did you like it?
What did I like? The Eurocature. Have you ever it's been? It's not finished yet. Okay. So just, can you say something about your impression in the midst of it? Well, it's my fourth time I think I'm coming here. And yeah. It's always very nice to come back. So many nice people, some bad people. But it's a great place to be and many great artists, so it's a wonderful place. Thanks. And the brother. I liked your own explanation about painting very much. Thank you. It's helpful, I hope so, for the future. Let's see. And I think the level is very high this year, even better than last year. Yeah. Of the participants. Yeah, so it's going to be really tough to vote today. A lot of choices. Yes. Okay, thanks. It was a mouthful. It's a dead cat, it's called. I can't speak because it's a wind in here. Okay, here we go. No. And, here. Der Wahnsinnskarikaturist. Oh. Daniel. Stieglitz. Okay. Natürlich, Titel, Thesen, Temperamente. Wie hast du die Eurokatur empfunden für dich, so ganz so von Mann zu Mann, von Karikaturist zu Karikaturist? Ich war ja im letzten Jahr schon da gewesen, mein erstes Mal. Und habe mich sofort so wohl gefühlt im letzten Jahr schon wie eine Familie. Und als ich jetzt wieder da war, war es wie nach Hause zu kommen. Es war richtig, also wirklich total toll zu sehen, dass es Leute gibt, die genauso verrückt sind wie man selbst. Und man, obwohl man aus der ganzen Welt kommt, hat man dieses im tiefen Inneren so eine Gemeinsamkeit. Und zusammen hier zu quatschen und zu zeichnen und sich auszutauschen, das ist ein Traum. Es ist ein Traum, würde ich sagen. Es ist ein Traum. Na, da danke ich dir recht. Es ist urgeil, ja, gerne. Ja, und ich werde jetzt mal dein Bild herzeigen, damit die Leute wissen, sozusagen, was du in den letzten Tagen sozusagen für eine Mühe auf dich genommen hast. Das war mein Sketch, ganz anders zu zeigen. Ah ja, okay. Ah, es ist also extrem ausgearbeitet. Man sieht jetzt vorher und... Also hier, also vorher, nachher. Und jetzt die Wanderung sozusagen. Two lost guys sitting here. Ja, du und Michael. Michael eating. And... Again, the two guys in charge. Also das ist von Daniel Stieglitz, die Arbeit. Fast ein bisschen Körperverletzung, kann man sagen. Er hat alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Veranstaltung gezeichnet. Unglaublich, oder? Wahnsinn. Ja, Nützel. Original Nützel hier. Und der Original Hannes auch hier. Der einzige Frau. Und hinter Rieselburger Bier. Ja. Ja, Werbeplakat. Oh, scheiße, ich bin gleich in der kostenlosen Werbung. Ein einziger verlässlicher Background. So. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze jetzt schneide oder ob ich das gleich hochlade. Das heißt, deswegen sind natürlich dann die irren Teile auch noch drin. Und aber ich kann, glaube ich, noch ein paar Leute zeigen. Achtung. Hey Sam, don't hide. So, how's your impression of the Eurocature? Can you speak? Or do you have too much food in your mouth? It was relaxed, inspiring, fun. I met lots of new people and yeah, it was great. Cool. Yeah. Super. Glad that you were here. You can just pay me later for the endorsement. Okay. Yeah. Mm-hmm. Oh, just Michael, please. Einer der 1A super top Illustratoren hier in Wien. Ja. Leider kann er ganz so gut Fahrrad fahren, dreht mal den Kopf. Ja, er hat versucht, den Asphalt zu küssen und so. Ja. Ja, wie war die Eurokatur für dich? Die war super, super tolle Leute. Sehr inspirierend. Was kann man noch sagen? Super arbeiten. Mhm. Ja, und einfach der Austausch ist lässig, dass man mit großen Zeichnern zusammensitzt und die erzählen einem die ganzen Schmähs und Tricks. Ja? Ja, super. Cool, ja. Danke. Super, danke. From the Netherlands, Thijs. Hello. Thijs Wessels, right? Yeah, very good. Oh, good, I remembered your name. Yeah. Good. So, how did you like the Eurocatur? It's been perfect so far.
So far? Yeah, and the best... You don't give a judgment until the end, right? Yeah, the best thing is still to come, right? Yeah. You mean the party? Yeah. So you see the caricature artists are a little bit superficial, you know, like they're only interested in food and drink. Yeah, yeah. It's a different kind of species we are, right? Okay. Yeah. Thanks. Here, Wolfgang? Yeah. Aus Bad Gäusern? Yeah. Original aus Bad Gäusern sozusagen, hat uns gestern sozusagen mit Zirbenschnapslikör versorgt. An seinem Geburtstag sozusagen. Birthday Boy Number One. Ja, weil heute der Lip Conrella sozusagen, der den Vortrag hat, der hat heute Geburtstag. Ah, okay. Ja. Wie hat ihr eure Temperatur gefahren? Ja, wunderbar. Wunderbar? Einfach großartig, ja. Ja, super. Bin begeistert. Ja, in Mann vieler Worte. Ja. Aber wie gesagt, das ist ganz auf den Punkt. Danke. So. Wir müssen auch noch die roten Frauen hier sozusagen zu Wort kommen lassen. Lucy Hobrecht aus Kassel, ne? Auf Kassel, aus Kassel. Genau. Woher weißt du das? Für dich? Wunderbar. Voll Inspiration, ganze Familientreffen. Ich bin jedes Mal, das ist mein zweites Mal, sehr glücklich hier zu sein. Super. Und es war auch super, dass du wieder da warst. Auf jeden Fall, nächstes Mal auch wieder. Cool, danke. So, aber jetzt kommt the guy from Denmark. Genau. It's your turn, baby. I'm really, really quiet this morning. Okay, don't worry. Because you drank. You had a rough night. Okay, so just a few questions. Because you attended the Eurocartier now for how often? Four or five times. Yeah, so you're kind of a regular guy, and so. Yeah, I'm a family. Yeah, you are. I'm a family member. Yeah, great family. How do you like it here in Vienna? I love it. Actually, I've never seen Vienna. I've been here four or five times, but I've never seen Vienna. So this year we are going to stay for a couple of days and go see all the things in Vienna. Yeah. I brought my wife, she was here before. Yeah, she's here. Yeah. There she is. Beautiful wife. Yeah. Beautiful Alan. So we are going to sightseeing in Vienna afterwards. Yeah, cool. Thank you. It's thank great you. That you were here. I really enjoyed working with you. Give me a hug. Yeah, give me a hug. Here, wow. So who's next? Oh, Rui, you're... look at this guy. Did you drink a lot? Who, me? Yeah. No. Okay, good. I don't drink. Okay. Oh, you don't drink? I don't drink. Nothing. This is Rui Duarte from Portugal. Portugal, yeah. How did you like it? Very good. Very good. Yeah. Agreeable. I think it's my... best convention ever. Really? Yeah. Cool. Just a detail, you know. Austria is great, the people are great, the organization is amazing, and the wine is great. So. Super. And now the eyes. Thank you. Yeah, thank you. Oh, Ryan! Ich muss dich jetzt interviewen sozusagen, weil du ja natürlich auch einer der regelmäßigen Gäste, wie oft warst du jetzt schon bei der Eurocartier? Sechstes Mal. Also das heißt, du warst bei jeder? Von Anfang an. Wow. Ich habe keine Stimme. Schlechter Zeitpunkt für ein Interview. Macht nichts. Grüß Gott. Ja. Aber muss ich dir was sagen? Es ist doch alles schon so. Sag's mir. Was? Also, warum bist denn du so ein intensiver Anhänger der Eurocartier in Wien? Warum bin ich das? Weil ich das Land liebe. Ja. Österreich war immer schon mein Lieblingsland gewesen. Die Menschen. Ja. Muss ich in die Kamera gucken oder gucke ich dich an? Kannst du mich anrufen. Und ja, als ich die erste Eurocartier erlebt habe mit Gleichgesinnten, ja, das war einfach, einfach ein tolles Erlebnis. Und dann wurde daraus noch mehr. Und es wurden Bekanntschaften und es wurden Freundschaften. Und mittlerweile sind es tiefe Freundschaften, habe ich das Gefühl. Und es kommen immer wieder neue Leute dazu, mit denen man Freundschaften schließt. Und ja, zu sehen, dass alle die gleiche Leidenschaft haben, wie man selbst. Und das ist einfach großartig. Das ist das, was ich so liebe. Ich liebe alles, alles. Die Österreicher, die Sprache, den Dialekt, den Schmäh, die Bilder, die Karikaturen. Es ist einfach irre. Überbordende Begeisterung. Ja, ich könnte es noch mehr rüberbringen, ja, weil gestern habe ich so lange getanzt und gesungen, deswegen. Ja, okay. Super. Joachim aus Köln. Ne? Ja, aus Köln. Joachim Rick aus Köln. Und ich werde den Namen dann irgendwie drunter schreiben, weil ansonsten ich interviewe zu viele Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich jemanden auslassen werde. Vielleicht machst du auch Untertitel. Ja, vielleicht sozusagen. Ne? Und,
Ali. You know, it's your turn. It's a sort of short of interview. What's your impression of the Eurocatur? You're the first time here in Vienna? Yes. Did you like it? I loved it. Really? Loved it, yeah. Yeah, just to watch all the other artists. I'm spilling myself here. I'm not quite awake yet this morning. It was a rough night last night. It was, yeah. Just to see everyone's process. Yeah. Because I've seen a lot of the artist's work before, yeah, and looked at it and just, you know, took in as much as I could, but to actually see from the beginning to the end and see the process is what I was most interested in. Yeah. So it was fabulous, and they're just an awesome group. Super. Didn't feel like there were 50 whatever of us. It felt much smaller. Yeah. Yeah. And you got the chance to talk to everyone, right? That was really pretty much. Yeah. You could stroll around. I still don't know some names, but I definitely know all the faces. You know, we got all these tags, so that makes things easier. Well, you know, it was great the first day. Everyone wore their tags, so I was looking and trying to remember names. And then by the second day, everyone's so casual, they're forgetting to put their tags on. And right. So it's like, okay, I don't know if I'm gonna remember the names, but definitely know the faces. And I think now I can almost recognize artist's work. I can see some work and think, I think that's so and so, and I think, which is really, really kind of cool. Yeah. Super. Thank you. Thank you. Thanks for coming. Thank you for coming. Okay. Thanks. Ernsthaft? Ihr dürft ruhig weiterhin. So, ja. Tut einfach so, als ob überhaupt kein Kameramann in der Nähe ist. Ist mit Ton oder ohne Ton? Ist mit Ton natürlich, aber also er redet jetzt nicht schlecht über die Arbeit. Ja, na. Also sozusagen selbst die kriegen einfach nicht. Das ist jetzt ein Aquarell. Ja. Ja. Okay. Aber ich glaube, in Öl wäre es besser geworden. In Öl? Da kommt Gregor. Es tut mir leid sozusagen. Ne? Also, ich weiß, du stehst jetzt so auf Publicity, aber leider bist du jetzt im Fernsehen sozusagen. Du bist jetzt auch schon ein paar Mal bei Eurocatur. Ich bin auch zum vierten Mal bei Eurocatur. Ja, das ist immer gleich. Und? Das ist immer gleich. Ich bin auch zum vierten Mal jetzt. Warst du auch? Was war das dann? Vor 4 Jahren, 2013? Ich war, wo die Novomatic Forum ausgestellt wurde, da war ich nicht. Da war ich nicht, wo das Novomatic Forum war, da war ich nicht bei dir. Ich weiß nicht, ob du da warst. Da war der Tom Flaherty da. Da war ich auch, ja. Ah, okay. Und, das heißt, warum bist du immer wieder bei der Eurocatur? Warum bin ich immer wieder bei der Eurocatur? Eigentlich, zum ersten Mal bin ich gekommen, weil ich mir gedacht habe, man kann da sehr viel lernen. Und dann habe ich gemerkt, was das eigentlich für nette Menschen sind, die da sind. Und das ist eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum ich wieder gerne herkomme. Ja. Also, das ist der Wahnsinn. Es sind ein paar der besten Künstler der Welt da. Und man sieht die netten Leute wieder. Und man, Wahnsinn. Super, Dankeschön. Danke auch. Dankeschön. Jetzt müssen wir mal die Kaffeegespräche einstellen. Oh, blöd, okay. Ja, weil es geht nämlich darum, Regina Vetter aus. Wo bist du eigentlich her? Weiß ich gar nicht genau. Also auf jeden Fall, es muss irgendwie so ein perverser Schwäbisch-Schweizer Dialekt. Schwäbisch-Schweizer Dialekt. Ja, also ich muss jetzt hier einen Originalton schalten. Guten Morgen, liebes Publikum. Was möchtest du wissen, Stefan? Wie dir denn die Eurocatur getaugt hat. Du bist ja jetzt auch schon öfters da gewesen. Ja, das zweite Mal. Ich versuche gerade in Normalmodus zurückzukommen nach vielen durchwachten Nächten mit Tanzen, durchgeknallten Österreicher, die hemmungslos saufen. Sehr schwierig. Ich glaube, dass die Österreicher versuchen, mit Gewalt arme Schweizer Teilnehmer daran zu hindern, dass sie fertig werden. Sie geben ja Wein, sie tanzen, unkontrolliert das Bild. Ganz tragisch. Aber es klingt jetzt nicht nach einer Convention, wo gearbeitet wird, sozusagen, weil es klingt jetzt eher nach einer Convention, wo viel gesoffen und Party gemacht werden. Ja, dazwischen wird dann auch mal gearbeitet. Das ist die Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit, diese 3 Stunden, dieses Zeitfenster zu finden. Dann wird brutalst gearbeitet. Deswegen bin ich schnitzelfertig und rede nur noch Müll und brauche den 5. Kaffee. Jetzt bist du natürlich dran, sozusagen. Weil du bist jetzt, bist du bei der Eurocatur dabei? Ich bin jetzt das zweite Mal dabei. Okay. Ja. Und? Na, war super. Ja. Ganz tolle Eindrücke gesammelt. Gut. Selber viel gezeichnet. Ja. Ja, war cool. Ja, super. Dankeschön. Oh, Ernst.
Anton. Yes. You're already excited, so I just make a double check. And so yeah. This is Anton Emling from Australia. G'day. Yeah. So I think you probably have the can you say longest wait? Yeah. You're 32 hours in transit, probably longer than other Europeans as a travel. Just for a few, I don't know if the sound will be okay when he's just hammering away. So it's probably more enjoyable than the sound of my voice anyway. No, your voice is actually quite nice. Yeah, because I sound like that when I drunk the whole night, and you sound always like that very nice masculine voice. Well, I drink all night every night. Yeah, you created that thing. So how did you like it here in Indiana? It's been amazing. We have, in Australia, there are sort of conferences with talks, and then there are workshops, but nothing like that. Has a marriage of the two. Yeah. And it's been quite energizing, really. It's amazing, like, walking around, looking over people's shoulders, watching them work, talking to you about painting, learning new things, you know. It's an amazing opportunity. Yeah, great. Thanks that you came all the way here. Well, thanks for having me. Thank you, Anton. Thank you. Radu. Yeah? Just a little interview. Radu. How do you say your last name? Kletiu. Oh, from Romania. Romania, yeah. I think I'm the only cartoonist from the eastern part of Europe. Yeah, so you have to represent the whole area, the whole CEE states. I make a big effort to come here. Yeah. I like the convention. Yeah. Really, you have something to learn. Everything is new for me here. Yeah. But you're here now for the second time, right? For the second time, and each time I've been more and more scared. When I compare to the other artists, I say, okay, I must be more serious. Yeah, you have to say you're more and more inspired. Inspired, yeah. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you. I think these two guys, also. Die zwei Zipfelklatscher haben, glaube ich, meine ganze Tonaufnahme ruiniert, weil wahrscheinlich ein Großteil der... Was machst du da eigentlich? Ja, wir hängen das Bild vom Dach. Ah, mit so Clips oder was? Ja. Ah, gut gemacht sozusagen. Ja. Hier, Bernd Weidenauer, einer der Organisatoren. Hier, Birgit Wilk. Kann man Wilk sagen sozusagen? Eine der Organisatösen. Wilk. Ja, auch zu Hammer. Ist tschechisch und heißt Wolf. Ja. Sehr wesentlich. Ja, ist mal voll unhöflich und dränge mich voll rein, sozusagen, damit ich euch noch habe. Weil, wie gesagt, den Patrick kann ich jetzt nicht auslassen, kann man sagen, ne? Ja. Weil, zum dritten Mal bist du jetzt in oh, wie viel ist es denn? Ich glaube, ich habe nur eine Verzeihung. Dann bin ich jetzt schon das fünfte Mal dabei. Ja. Und warum bist du Wiederholungstäterin? Ja, weil es immer wieder ein tolles Erlebnis. Immer wieder neue Leute kennenlernt, ja, und tolle Kunstwerke zu Gesicht bekommt, die man ansonsten nicht zu Gesicht bekommt. Ja. Es ist wirklich einfach eine großartige Sache, muss man sagen. Das klingt jetzt irgendwie echt so wirklich so professionell offiziell sozusagen, aber normalerweise bist du lockerer sozusagen, weil ohne Patrick ist sozusagen die Stimmung nur halb so gut. Ja, oh Gott, einfach sagen sozusagen, als Stimmungsmacher. Ja, schon, ich trage auch ganz gerne Frauenkleider und von daher. Also, aber das wird auch geschnitten. Nee, nein, das meine ich. Also, da kommt mit. Jacques, can I interrupt you? Yes. Okay, so this is going to be a little brief interview. So how did you like it so far, the Eurocouture? Although we're almost at the end. Hell of a convention. Yes, I liked it a lot. Okay. Fantastic. Really, really. Good atmosphere. It's a good way for an old guy to die, you know, because it takes so much energy of you. Yeah, probably because we are under energy welter, in energy. Maybe. But I had to go and rest a few times. But for the rest, it's amazing. All these lectures, people friendly. Quality. Yeah, you know? It's outstanding. For me, that's not important. I'm not frustrated anymore. But can imagine a young guy coming here and he sees all this quality. Let's go out of his mind, something like that. I do that. Great. I hope to be back next year if my health stays well. Okay. So happy. You see a happy man here. Good. Thank you so much. It was great that you joined us. Okay. Thank you. Thank you.
Thank you. And this is the beautiful wife of Alan. So you're in TV right now, so that's okay. The point. How did you like it so far? You were sort of a passive participant, yes, and you observed everything we did. Yes, all I did. The comprimed madness. I find it very interesting because it's the first time I'm with my husband to a workshop like this to see what he's doing and to see that there are other people like him. <That's> So I have really enjoyed it and I feel very welcome from everybody and it's been really nice to meet all Alan's good friends. Cool. So very nice. Thank you. Yes, you're welcome. Yeah. So great. How did you like the Eurocouture? I liked it very much. Yeah, it was. It's really amazing being here. Yeah. This was the second time you're here. Or? Yeah. Ah, okay. And last time was great. This time even greater. Really? Yeah. Why so? Because of the people and because of the way they have organized it and So very very good. Super. Yeah. Thank you. Thanks. Marc, du bist jetzt auch schon ein paar Mal hier gewesen bei der Eurocouture, oder? Genau. Dreimal, glaube ich. Ja? Oder viermal. Dreimal. Okay. Und wie hat es dir getaugt dieses Mal? Na, es war voll super. Viele neue Leute kennengelernt. Es war wirklich total klasse. Also, und was mir so taugt, ist, dass jeder total einen anderen Ansatz hat zum Karikaturenzeichner. Oder was auch immer das. Ja. Und ja, so alles liebe Leute. Wir kleine Familie. Super, Dankeschön. Könnt ihr irgendwann mal ernst sein? Was? Ja! Was möchtest du wissen? Macht er jetzt ein Foto? You're the most cutest and handsomest man here in the gang. That's not true. There are others with much more skills than I am. Yeah, but I said you're handsome and cute. Cute, perhaps. Yes. So, sollen wir Deutsch? Machen wir auf Deutsch? Ja, freilich. Okay, gut. Karl, du warst jetzt das zweite Mal auch jetzt hier bei der Eurocouture? Hier in Eurocouture. Ja? Zweite Mal. Und wie ist dein Eindruck? Auch gut. Im Vergleich? Gut. Alles gut organisiert. Ja. Also Platz genug, Möglichkeiten genug, um geholfen zu werden, wenn es notwendig ist. Ja. Und ja, ich finde das ganz gut, ja. Ja, ja. Super. Super. Sehr und schön. Das Essen ist auch gut. Die meisten Konventionen zahlt man ein bisschen weniger, aber dann muss man jeden Tag suchen, wo man etwas essen kann. Ja. Hier kann man essen und dann braucht man da nicht so viel Zeit zu verlieren auf diese Weise. Und ist man immer zusammen, so das gibt so ein familiale Atmosphäre. Das ist auch ganz gut. Das macht so mehr als Freundschaft. Ja. Es ist ungefähr Familie. Ja. Und das mache ich gern. Super. Und was auch schön ist, ja, aber das ist in aller Konventionen findet man hier und dort etwas. Personen mit anderen Skills entwickelt als sie selber und das ist halt immer Inspiration. Und auch was schön ist, dass noch immer Junge dabei kommen, die für ihn geht diese Welt offen. In unserer Zeit, wenn ich 52 Jahre zurück mit Karikatur angefangen habe, wir waren alle Inseln. Wir kannten in die Zeitungen, so wie heißt die Amerikaner, wer. Ich kann seinen Namen nicht kommen, wirklich. Ja, so. Und dann zum Beispiel von Frankreich, Mulatier und so. Aber so die ganz Großen, da waren Götter, weil sie waren in die Zeitungen. Aber dazwischen gibt es kein Niveau. Ja. Und dann sind 25 Jahre zurück die ersten Konventionen gekommen in Amerika. Ja. Dann 2009 ist das auch international geworden. So von
Ja, in 2008 war es noch NCN, dann nachher ist es ISCA geworden und ist es noch mehr international gekommen, sodass all die Japaner, die Koreaner und so weiter sind in Masse dabei gekommen und das hat auch neue Skills gegeben. Zum Beispiel diese Sculpting, die ich immer mache, das habe ich von den Japanern gelernt. So, das ist das Vorteil von diesen Konventionen. Man kann überall etwas ausnehmen. Zum Beispiel die Weise, dass Ernesto gestern so uns am Arbeit gesetzt hat, um nachzudenken, wie man eine Karikaturdenke aufbaut. Ja. Ja, obwohl ich schon so lange in Karikatur sitze, war das wieder etwas Neues für mich. Ja, cool. Ja, super. Ja, so. Okay. Ja. Dankeschön. Okay, danke. Danke. Ist Ernesto. So, actually, Ernesto, I want to get your interview, and you can speak Spanish. You answer Spanish. Yes. I don't know what you're saying, but the people who watch it, you know, who speak Spanish, they know what you're saying. How did you like the Eurocatur? How did you like being here? ¿Qué es lo que más me ha gustado de Eurocaricature? Ah, sí. El ambiente, las personas, las relaciones. Yeah. Más que venir a enseñar aquí, he venido a aprender y me he llevado muchas cosas, muchos buenos recuerdos y muchos amigos. Estoy encantado de haber venido y no creo que haya otra convención que pueda superar. ¿Ok? No la gente que viene a enseñar ni los maestros, sino la gente que viene a aprender y a darlo todo. Okay. Okay, gracias. A ti, Estefan. Cool. Ah, Susanne. Du hast gewusst, du hast gedacht, ich hab Kaffee. Also ich mach's genau. Ganz kurz, du kannst nicht abhauen sozusagen. Ich hab mich sozusagen. Dadurch, dass du das erste Jahr jetzt da bist oder so, wie hat's dir denn gefallen? Hat mir sehr gut gefallen. Ja? Gut organisiert, so viele tolle Karikaturen. Cool. Ja. Ich will dich auch nicht länger von deinem Kaffee abhalten, aber damit ich dann sozusagen dich zeige, damit du im Bild bist. Okay, super, danke. Patrick. Servus. Dich habe ich noch nicht gehabt sozusagen, du musst auch noch dran kommen sozusagen. Aber wofür denn? Ja, ich hätte gerne sozusagen deine Meinung. Wie oft bist du jetzt schon bei der Eurocatur gewesen? Ich habe vergessen, wie oft. Ich glaube, dreimal. Okay. Und? Wie ist es im Vergleich jetzt auch so? Ah ja, heuer war ein bisschen mehr Zeit für alles. Ja. Ja, obwohl es so viele, also um das, was mehr Zeit war, gab es mehr Challenges und so. Also okay. Im Endeffekt war es dann wieder, es gab dann wieder diesen Crunch-Time-Effekt, es gab Party, ganz wichtig. Leider habe ich es nicht bis zum Ende geschafft, ne? Da war ich dann schon platt vorher. Aber ja, leider als Autofahrer muss man ein bisschen auf den Verkehr auch achten. Kann nicht vollfett irgendwo gegen die Wand oder gegen andere Autofahrer. Also vollfett für die deutschen Zuschauer total betrunken. Ja, also gnadenlos, volle Kante, glaube ich, als auch bei euch. Ja. Und, ja. Aber so mich heute regeneriert und heute ist das große Finale und sieht ihm schon freudig entgegen. Super, Dankeschön. Gerne. Ich muss noch den Rookie of the Year vom letzten Jahr noch mal kurz interviewen sozusagen. Warte, ich muss ihn mal scharf machen sozusagen. Also, Soweit es natürlich geht. Ja, ich muss so kurz sozusagen. Wir machen es ganz kurz sozusagen. Du bist jetzt letztes Jahr Rookie gewesen und dieses Jahr bist du das zweite Mal dabei, ne? Ja, also ich war schon zweimal zuschauen. Letztes Jahr war eigentlich auch nur für zwei Tage schnuppern. Ja? Dieses Jahr ist das erste Mal, dass ich mitmache. Also offiziell bin ich erst dieses Jahr Rookie. Ah, okay. Und wie hat es dir getaugt? Sehr gut. Also ich fühle mich einfach sehr wohl. Es ist ein ganz eigener Flair da und ich weiß nicht. Es gefällt mir sehr gut. Super. Dankeschön. Bitte. Super, danke. So, or well, as we might say, I don't know. This is just a little speech I'm doing in English, and this is the end of the working part of the Eurocatur, and we're waiting for the opening tonight. And so we'll see how it's gonna go. And it was really outstanding working with all these guys. And my piece is here. It's called Die Entdeckung des Jugendstils. I'm gonna show it.
to you? Yeah. So, it was a pleasure, and yeah, nothing more to say. We'll be right back.